Wehe, du bist nicht stark. Ich habe Gems für dich ausgegeben. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einem neuen Mobile Game, Juggernaut Wars heißt das. Ein RPG-Game, der Entwickler hat mich angeschrieben und hat gefragt, hey, kannst du dazu ein Video machen? Würde uns freuen, hier hast du ein paar Gems, kannst du ein bisschen schneller pushen. Von daher, klar und deutlich, Leute, weil das gesponsert ist und so weiter, es handelt sich hier um Product Placement. So viel zu den Formalitäten, die man hier rechtlich erklären muss am Anfang eines Videos. Kommen wir dazu einfach zu dem Spiel, oder? Das ist, denke ich mal, am besten, wenn man es einfach zeigt, was hier alles Sache ist. So, wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen spielen können, bin ein bisschen hochgerutscht. Und ja, es ist ein Rollenspiel. Ihr habt eure Helden, ihr habt eure Heldenkomposition. Das sind meine Helden gerade, hier ist ein Beast. Und man muss ja anmerken, Grafikstil ist nett. Ich mag immer so handgezeichnete Grafiken, so wie hier. Aber auch in-game ist es alles recht hübsch gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, es handelt sich um die... dreht sich alles um die Helden. Es gibt eine Menge. Holy shit, in meinem Leben werde ich die nicht alle freischalten können. Aber einige sehen so schon ziemlich fett aus. Zum Beispiel Necromancer Kardua. Holy shit, hätte ich Bock auf den. Oder Soul Collector. Aber ja, man kann die Helden natürlich wie immer in meinem Rollenspiel natürlich upgraden. Man kann die Items reinpacken, damit die besser werden. Man kann die hier auch drehen, wenn man Bock drauf hat. Woo! Okay, so viel dazu. Den Skill kann ich hier auch mal verbessern. Machen wir doch mal, dann haut ihr ein bisschen mal besser zu. Was hast du hier? Okay, auch du hast ein bisschen Skill. Auch da hauen wir mal rein. Warum nicht? Wenn man schon die Punkte hat, ne, verteilt man die auch. Ja, und das Spiel dreht sich eigentlich fast ausschließlich um die Helden. Die Helden ist das Wichtigste, das A und O in diesem Spiel, weil man braucht natürlich eine gute Heldenkomposition, weil bestimmte Helden kontern andere Helden, die halt stark gegen einen sind und stark gegen den anderen sind. Stellt euch vor, wie Prinz gegen Skelettarmee. Da braucht ihr halt eine Skelettarmee in eurem Team, damit ihr halt einen Prinzen abwehren kann. So, ein Feature, was mich hier besonders gefällt, wie typisch bei vielen RPGs kann man natürlich hier Items finden, ne? Man kann Items für die Charakter finden, aber was ich hier halt gut finde, ist, dass man sofort sieht, ob wo man das Ding bekommt und dass man das Ding auch sofort freischalten kann, ne? Da kann man das draufdrücken, dann kriegt man... Da kam was und ich hab's weggeklickt. Was war das? Da war was und ich hab's... Oh, und ich krieg auch ein Level up. Oh, das ist nice. So, und ich brauche nur an dieses dummes Messer, an was ich nicht drankomme. Oh, doch, da ist es. So, seht ihr? Wir haben unser Messer freigekriegt und das erspart uns eine Menge Sucharbeit. Vor allen Dingen, wo kann man das kriegen, wo kann man das nicht kriegen? Die Helden verbessere ich auch jetzt gerade mal ein bisschen. So, damit die Level 10 wird. Wir haben sowieso zu viel getrieben. Warum habe ich 40 Stück von denen? Die wurden auf jeden Fall nicht gespendet. Die habe ich irgendwie freigeschaltet. Okay, wir blubbern hier einfach mal unsere Helden ein bisschen hoch. Und ja... mir fehlt nur noch ein Item, da kann ich hier die Super-Duper machen, ne? Da kann ich die echte irgendwie promoten. Das muss ich noch freischalten, habe ich noch nicht. Aber wir können wieder Skillpunkte verteilen. Wenn schon, denn schon. Alright, ihr wollt natürlich auch sehen, wie das Spiel aussieht. Das ist doch das Wichtigste, oder? Scheiß auf die Helden, ihr wollt sehen, wie das aussieht, wenn die draufklatschen. Also auf jeden Fall gibt es eine Story. Es gibt eine Story. Am Anfang des Spiels, wenn man da startet, gibt es halt eine Heldin, die verschüttet wird in einer Höhle. Und das ist jetzt das Heldentrupp, was da hingehen will. Und die haben einen verdammt schweinweiten Weg. Ihr dachtet, Köln ist weit weg? Nein, Köln ist verdammt nah dran, weil wenn man sich anguckt, was die für eine Strecke drauf haben müssen, ne? So, aber wie ihr seht, meine Truppe schlägt sie bisher ganz gut, ne? Gegen diese Hunde habe ich auf jeden Fall kein Problem. Aber es gibt Einheiten, die machen schon Probleme. Ich mache mal den Automodus aus, damit das Spiel nicht hier für mich spielt. Wir machen hier mal einen Skill von den Typen, das macht mal ordentlich Damage, dann ist das Ding weg und zack, tot. Erinnert ein bisschen an Lords Mobile, ne? Aber auch an viele andere. Aber wie gesagt, Grafik sieht mal nett aus, ne? Netter Graf, gezeichnetes Stil. Was für ein riesiger Käfer! Ich wusste, dass einer von denen mich eines Tages bestrafen wird, dass ich Käfer als Kind die ganze Zeit gequält habe. Das ist ein Stack-Käfer, seine natürliche Panzerung ist sehr stark, das wird ein schwerer Kampf. Kein Panzer hat bisher mal die Kraft meiner Magie ausgenutzt. Okay, ja, die renten ein bisschen rum auf jeden Fall. So, wir setzen unseren Skill ein. Zack. Killen auch schon den Support und bleibt jetzt nur noch der riesige Käfer. Ich glaube, der ist easy. Ich glaube, der ist easy, das Pillepalle. Von wegen starker Kampf. Der ist easy. Come on, easy. Da seht ihr, was mit unseren Truppen. Wir machen nochmal einen Stoß hier. Das macht 1000 Damage fast. Der Bulldogger hier ist ein Level 3 Held übrigens. Penny Knife, wir kriegen 3 Kronen, rutschen ein bisschen mit dem Level hoch und wir können schon direkt in die nächste Map springen. Natürlich gibt es aber auch 1000 Quests, die man erfüllen kann. Jede Map bzw. jede Stufe hat irgendwie einen Quest. Holen wir uns mal ein bisschen was ab, kriegen verdammt viel XP. Noch ein paar Getränke, ein bisschen Futter, noch mehr Getränke und wir kriegen wieder ein Level ab. Das geht zügig, wa? Das geht zügig. Ist auch nicht schlecht, man kriegt immer wieder Belohnung oben drauf. Noch mehr... Und schon wieder Level Up. Holy shit, wir kriegen mal eben 3 Level Ups mitten im Video. Ja, es läuft, es läuft. Wer kann, der kann. Wenn man so viele Level Ups hat wie... Come on, ein Schild. Ein Schild, da ist er.
Wir können natürlich auch das hier farmen, da kann man dreimal machen, dann kriegt man vielleicht diese Gems. Davon braucht man also einige, aber da muss man ein bisschen Glück haben. Man kriegt nicht super viel. Mit ein bisschen Glück, ich habe schon 50er-Paket mal bekommen. Dann zum Beispiel hier die Nymphe, kriegt man 50er-Paket, dann rutscht man sehr schnell hoch, aber ansonsten muss man schon ein bisschen farmen. Und wir machen einfach Gems aus. Gibt's gleich 3 Stück. Guck da, erstmal die Free Chest. Free Chest wird bestimmt schön. Gibt eine Legendary oben drauf, oder? Was ist das? Okay, sie ist blau. Ist blau. Blau muss gut sein, oder? Blau ist immer gut. So, machen wir noch eine Goldruhe auf. Wupp, 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 wupp. 6-mal Gürtel. Brauche ich den 6-mal? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche nur einen einzigen Gürtel. Okay, was machen wir hier? Nehmen wir Precious. Wenn wir 10 davon aufgeben, kriegen wir mindestens einen Helden. Und wir kriegen sogar einen Rabatt von minus 10%. Gut, da ich die Gems habe, lass uns gleich 10 von den riesen fetten Dingern aufmachen. Ich will 9 Helden machen. Mindestens ein Held ist garantiert, haben die gesagt. Okay, auch die hat nette Persönlichkeiten, Leute. 2 nette Persönlichkeiten, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Alright, alright, okay. Gleich mal ein neuer Helden, finde ich gut. Noch einen zweiten neuen Helden. Ah, die haben wir doch schon mächtig gefarmt und jetzt kriegen wir die endlich mal dazu. Die hat 2 Schlangen. Okay, die Persönlichkeit finde ich nicht so nett. Die Persönlichkeit finde ich... Oh, du bist doch hässlich. Er sieht aus wie ein Kobold. Sieht aus wie ein Bockwitch Emilia. Okay, eine Hexe, die in den Wäldern wohnt und... Okay, die macht Nerfs auf die Gegner. Macht die... Oh, lala. Hallo, Schwester. Hallo, Schwester. Da sind aber scharfe Nippel, die du hast. Okay. Ist ein Product Placement. Da darf man nicht so... Vielleicht nicht so viel... Darf man nicht so aufschweifend werden. Okay, wir haben satte 2 neue Helden. Hab ich Bock drauf. Alright. Aber die sind alle Level 1. Aber hier ist eine Level 3 Heldin, die wir auch... Die im Level Up braucht. Die verbraucht ein Level Up. Aber Level 3 Helden sage ich nicht nein. Dann tausche ich irgendwas aus. Also, wir haben irgendeine Mission geschafft. Was haben wir denn geschafft? Okay, 5 Kisten freigeschaltet. Kriegen wir noch ein bisschen XP. Wir können natürlich aber auch die Items verwenden, ne? Was sage ich da? Wo ist mein Item? Wir können auch die ganzen Getränke verwenden, die ich hier habe. Wo sind die Getränke? Da sind die Getränke. Die können wir verwenden und dann buffen wir einfach unsere Level 3 Helden hoch. Zack, zack, zack. Schon Level 10. Finde ich gut. Nehmen wir noch die Level 2 Helden mit dazu. Die anderen sind zwar Level 1. Hätte ich zwar auch Lust drauf, aber... Ja, doch, komm. Wir probieren die einfach mal aus. Wenn wir die schon freigeschaltet haben, ne? Was soll der Geiz? Okay, so viel zum Level Up. Schon sind sie gelevelt. Alright, so, Ninja Migo. Oh, die können wir sogar promoten. Zack. Zack, lass mal machen. Wir packen einfach mal die Items drauf. Die kriegt eine Menge Items. Zack, und wir können hier auf jeden Fall noch was suchen. Da kriegt ihr letztes, diesen einen Schild da. Okay, habe ich nicht 10.000 von denen gehabt? Komm, einen einzigen Schild brauche ich, dann kann ich die promoten. Ich will es einmal ausprobieren. Habe ich es noch nicht gesehen und dann will ich es ausprobieren. Wir kriegen nochmal Level Up. Level 20. Wir können hier eine Mail machen, um Updates zu erhalten. Ja, später. Oh, wir haben Clan Castle freigeschaltet. Oh, der Clan ist erstellt. Habt ihr Bock auf einen Clan? Es gibt bestimmt Leute, die das Spiel schon spielen. Von daher, ich mache einen Community-Clan auf. Können wir mal, machen wir mal einen Community-Clan von Stemplay. So. Land. Hat er gerade meinen Text gelöscht? 2000 Gems für einen Clan? Schon habe ich keinen Bock mehr, das nicht aufzumachen. Irgendwann mal, aber nicht jetzt. Und was ist das da? Okay, wir haben noch einen Shop, der... Okay. Da können wir auch Gems ausgeben. Eine Menge Gems vor allen Dingen. Es gibt natürlich aber auch einen wunderschönen großen PvP-Modus. Es gibt hier eine Menge echt freizuschalten. Wo ist der PvP-Modus? Arena, da kann man natürlich reinspringen, ne? Da kann man reinspringen und gegen andere Spieler spielen, die gerade ihre Helden zusammengebastelt haben, so, aber ich will immer noch hier den Schild freischalten. Ah, haben wir ja schon. Schild freigeschaltet. Nice, wir können die promoten. Werd besser, werd awesome, werd phänomenal. Ich hoffe, du siehst anders aus. Ich hoffe, du siehst sexiger aus. Okay, die zu promoten erhöht ihre Power und alles drum und dran. Okay, sieht jetzt nicht großartig anders aus, aber die ist bestimmt stärker geworden. Und wir machen... Ah, und die hat neuen Skill freigeschaltet. Okay, zack, alright. Skillpunkte verteilt. Und lasst uns mal einmal in der Kampagne probieren, dann zeige ich euch noch den PvP-Modus. PvP-Modus ist natürlich hier auch groß geschrieben. So, wir changen unsere Army. Wer fliegt raus? Wer ist schwach? Du bist raus, du bist drin. Willkommen im Team. Ich weiß gar nicht, bist du in der Front oder hinten? Ne, du bist in der Front. Du bist in der Front, das ist gut. Lass uns noch jemanden rausschmeißen. So, du bist weg. Dafür packen wir die hier rein. Die hat nette Persönlichkeiten. Ich mag Frauen mit netten Persönlichkeiten. So viel dazu. Oh, wir haben nur eine Fünfertruppe. Die vorne dabei ist. Nice Ding. Augenmerk mal auf die Schlangenfrau, ja. Oh, das ruckelt.
Es rockelt. Augenmerkmal auf die Schlangenfrau, die unten links steht. Das ist unser neues Biest. Das ist das starke Biest vor allen Dingen. Das haben wir hochgelevelt. Das hat mehr Items bekommen. Und das muss jetzt was zeigen, was es drauf hat. Ja, scheint was drauf zu haben. Aber mir gefällt die Dame da mit den zwei Äxten und dem Flügel. Die sieht nett aus. Die sieht nett aus und stark vor allen Dingen. Starke Frauen sind nice. Okay, weiter zur nächsten Runde. Ich habe noch keinen einzigen Healer. Okay, die Menschen sind tiefer in den Wald vorgedrungen, Edera, meine Tochter. Wir sollten die bestrafen für das, was sie getan hat. Ich kann deren Stimmen hören und wir sollten Rache nehmen. Obwohl ich nichts getan habe. Ich habe nichts getan. Oh, die Schlangenfrau hat mal eben rasiert. Hat rasiert. Okay, noch einen unten bitte, danke. So, Stoß. Zack, der erste ist dead. Auch du machst einen Skill, bitte. Aber das ist eigentlich Great Off. Ich hab keine Wörter für dich. Die sind wiedergekommen, um den Wald zu verletzen, aber ich hätte nicht an mir zweifeln sollen. Verzeih mir. Wir haben den Wald nicht verletzt. War jemand anders. Ja. Den Wald nicht verletzt. War jemand anders. Ja, wie gesagt, da gibt es eine Story dahinter, die ihr natürlich spielen könnt. Und gefühlt in jeder Mission gibt es ein bisschen mehr. Wird ein bisschen mehr dazu erzählt. Meint ist jetzt auf Englisch eingestellt, aber das Spiel müsste es auch auf Deutsch geben. Von daher braucht ihr keine Angst zu haben. Ja, den Link dazu zu dem Spiel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufdrücken, könnt ihr runterladen. Ja, dann könnt ihr das Spiel auch... Oh, das ist eine große Frau. Oh, die Äxte. Oh, ja. Sau Chaos. Fast gestorben. Ich habe diesen Kampf verloren. Okay, hast du, ja. Hast du. Okay, wenn du mir hilfst, die Rache zu nehmen, dann werde ich dein Angebot annehmen. Oh, die kommt mit uns. Die kommt mit uns. Schalten wir die jetzt frei? Schalten wir die frei? Kriegen wir eine neue Helden? Hätte ich Bock drauf. Wir haben die freigeschaltet, Leute. Wir haben die freigeschaltet. Ja, eine Kriegerin in der zweiten Reihe. So viel zu neuen Helden. Hätte ich gar keine kaufen sollen. Hätte ich gar keine Gems ausgeben sollen. Die kriegt man auch so hinterhergeschmissen. Wisst ihr was, wenn ich schon die Gems habe? Was soll der Geiz? Nochmal 10 obendrauf. Lasst mal das Ding rocken. Kriegen wir super viel Fortschritt und schon wieder den neuesten Helden. Oh, Immortal Jordan. Der sieht awesome aus. Der sieht cool aus. Der sieht cool aus. Bisschen zerbrechlich, aber cool. Muss man sagen. Okay, noch einen zweiten Held obendrauf. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Habe ich schon beschworen, du kriegst 70 Seelensteine da zusätzlich. Wir machen noch 10 auf. Somit habe ich alle Gems verbraten, die ich hatte. Aber ich glaube, es bringt auch nichts zu warten, bis man später da ist. Die sieht creepy aus. Die sieht super creepy aus. Jetzt so Tentakel als Arme. Und Beastborn-Schaman. Ja, auch der. Ja, die Helden gefallen mir. Die Helden sehen alle irgendwie episch aus. Sehen cool aus. Wir kriegen eine Menge Karten, auch von anderen Helden, die wir jetzt nicht unbedingt freigeschaltet haben, aber kriegen wir natürlich auch noch oben drauf. Unsere Schlangenfrau ist grün, die einzige, die grün ist. So, und wir haben jetzt ein paar neue freigeschaltet. Auch der ist ein 3-Sterne-Held, sprich wahrscheinlich ein seltener, starker. Wehe, du bist nicht stark. Ich habe Gems für dich ausgegeben. Ich habe Gems ausgegeben, der Entwickler mir gespendet hat. Du musst was wert sein. So, PvP-Modus, auf den muss ich noch zurückgreifen. Auch hier, ähnlich wie in der Kampagne, kann man natürlich deine Truppenkomposition zusammenstellen. Lass uns unseren Level 3-Fuzzi mal aufleveln. Nehmen wir unsere Nymphe rein und unseren neuen Warlord. Nur weil das ein Level 3 Held ist, heißt natürlich das nicht, dass es der stärkste ist. Das ist wie bei Clash Royale. Nur weil ihr eine Legendary habt, heißt es ja nicht, dass ihr euer Deck mit Legendaries füllen sollt. Es kommt wie immer auf die Zusammenstellung an. Habe ich nicht gerade... Ja. Das sieht nach einer starken Truppe aus. Hoffen wir es mal, ne? Oh, aber der hat auch nicht schlecht. Guckt euch seine... der hat aber auch eine nette Truppe. Okay, ich habe auf jeden Fall mehr Vorteile, was das angeht. Sieht bisher so aus. Ich kriege auf jeden Fall wenig Damage gefühlt. Aber das kann sich noch ändern. Das kann sich noch ändern. Ein paar Skills. So, die castet mal eben ein paar Dinger. Oh, habe ich es euch gesagt? Habe ich gesagt. Das kann sich schnell ändern. Das kann sich super schnell ändern. Okay, die erste ist schon tot. Komm mal, Bulle, mach die in der Mitte kaputt. Unsere ganz links ist fast tot. Und wir werden noch gefreezed. Aber unsere Fronttruppe ist bisher super stark. Bams. Alright, PvP-Match done. Ja, wir kriegen 20 Trophäen und so laufen die PvP-Matches an. Helden gegen Helden, man muss gucken, was der Gegner für Helden hat und seine Helden natürlich entsprechend zusammenstellen. Oh, das ist der Hauptcharakter, der auf dem Cover drauf ist, ne? Und seine Helden entsprechend zusammenstellen, damit die dagegen ankämpfen können. Und das ist nur die Oberfläche, Leute. Es gibt hier noch so eine Menge mehr. Hier gibt es noch das hier. Ihr habt die Klamburg gesehen. Auch da kann man noch was machen. Hier schaltet man noch die Höhle ab Level 24 frei. Das Kolosseum ab Level 54, um da noch richtig mitzumischen. Es gibt ein neues Update. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Okay. Ich kriege 400 Futter. Nehme ich. Hier unten ab Level 60 gibt es noch einen Soul Shop. Eine Menge zum Freischalten. Eine Menge zum Spielen. Ah ja, habe ich euch ja am Anfang erwähnt. Ich habe euch ja gesagt, dass der Weg ultra weit ist. Also, falls ihr noch nichts vorhabt, habt ihr auf jeden Fall einen sehr weiten Weg. Das Spiel hat eine verdammt große Menge an Missionen, eine Menge Kampagne, um das hier durchzuspielen. Man kriegt auch immer mehr Helden freigeschaltet, Level 94.
Und da muss, da hat das Spiel angefangen. An diesem Punkt hat es angefangen. Und da ist die Höhle eingestürzt und jetzt muss man natürlich da hinkommen. Alright, das ist Juggernaut Wars. Ich hoffe, euch hat diese Vorstellung gefallen. Wie gesagt, den Download-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr draufdrücken, runterladen, Spaß haben. Man kommt auch Free-to-Play ganz gut voran, habt ihr ja gesehen. Ich bin locker Level 20 geworden, ohne ihr auch ein bisschen Gems auszugeben. Auch neue Helden kriegt man, gegen die wir gewonnen haben, kriegt man einfach so freigeschaltet. Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch Spaß gemacht hat. Hier rechts auf die zwei Kassen klicken, findet ihr weitere Videos. Und gebt mehr Flosse. Flop.